Aber ganz häufig erleben wir, dass das nicht funktioniert, weil wir Zweifel haben. Und Shakespeare sagte so schön, unsere Zweifel sind Verräter und führen häufig dazu, dass wir das Gute, das wir häufig erreichen könnten, nicht bekommen, weil wir den Versuch, es zu erreichen, gar nicht erst wagen. Und ich erlebe immer wieder zwei Arten von Menschen. Wenn ich ein Positionierungsgespräch habe, gibt es die einen Menschen, die sagen, ich gehe raus, ich pack's an. Ja, und sie stolpern. Ja, und sie müssen den Kurs korrigieren, aber sie sind on the way. Und dann gibt es die anderen Menschen, die gehen auch irgendwie raus, aber dann überlegen die noch. Und dann triffst du die zwei Jahre später irgendwo am Flughafen und sagst, hey, wie geht's? Und dann sagen die, Hermann, wir sind total dabei, ich feile gerade noch an meinem Plan. Das sind die Menschen, die sterben mit einer Feile in der Hand. Das ist so. Die Amis sagen so schön, Intelligenz ist unser Feind. Wir sind intelligent genug, um die Dinge eben nicht richtig hinzubringen. Ich würde härter sagen, du bist stupid enough to push the button. Deppert genug zu sein, um auf diesen Knopf zu drücken. Und was machen wir häufig? Wir untersuchen den Knopf. Ist der auch wirklich weiß? Ist der rot? Passt der? Und dann gibt es häufig Menschen, die kommen auf mich zu und sagen, Hermann, habe ich das Potenzial? Und ich halte es für eine Frechheit, dass Menschen andere Menschen fragen, ob jemand Potenzial hat. Denn das Einzige, was sie bekommen, ist ein gutes Selbstbild, aber kein gutes Eigenbild. Drum, ich habe mir angewöhnt, wann immer mir jemand diese Frage stellt, und ich sage es bewusst vor meinem Vortragsende, ich schalte immer Instagram live an und werde diesen Menschen vor laufender Kamera töten. Und das meine ich nicht ernst, aber ich meine damit, wir müssen aufhören, an uns nicht zu glauben. Talent ist eine Ausrede. Wir wissen, dass jeder Mensch alles kann, wenn er nur ein bisschen dranbleibt. Die Frage ist, habe ich die Motivation, dran zu bleiben? Bestes Negativbeispiel bin ich. Ich hatte mal Gitarrenunterricht, eine einzige Stunde. Und während ich so dahin klampfe, sagt die Lehrerin zu mir, Hermann, wurdest du mal am Arm operiert? Sag ich, nein, warum fragen Sie? Sagt sie, du spielst so. Da war die Nummer durch. Stellt euch mal vor. Also, die Wälder wären still, wenn nur die begabtesten Vögel singen. Das ist so. Und selbst Stanford hat ganz klar gesagt, wir haben ein Problem mit unseren Auswahls bei Universitäten. Wir checken, ob der Mathematiker gut Mathematik kann, ob der Jurist gut Jura kann. In Wirklichkeit müssen wir fragen, kann er gut mit Zweifeln umgehen? Drum ist bitte die Aufforderung, du bist kein Zufall auf dieser Welt. Was wir aber in Wirklichkeit machen müssen, wir müssen loslassen. Menschen, die eine Chance ergreifen wollen, die Chance ist nicht das Problem. Das Loslassen ist das Problem. Ein neuer Job ist schnellst gefunden. Den alten zu kündigen ist das Problem. Neue Partnerin, neuer Partner, jederzeit. Aber dem Alten sagen, dass es was Neues gibt, das ist die Schwierigkeit. Also tatsächlich ist es anders. Und wir Menschen, 80% aller Wirtschaftsfehlentscheidungen gehen auf eine einzige These zurück. Wir halten fest. Es gibt schöne Beispiele, eBay zum Beispiel, IKEA-Gutschein, Wert 50 Euro, erfolgreiches Gebot, 64 Euro. Wir wollten festhalten. Was machen Kinder, wenn die eine Sandburg gebaut haben und die Burg ist fertig? Machen die kaputt. Was sagen wir? Hey, warum machst du jetzt die Burg kaputt? Ja, soll die jetzt noch verwaltet werden? Aber Menschen sind ergebnisorientiert, Kinder sind erlebnisorientiert. Ich habe das die Tage erlebt, kommt eine Teilnehmerin auf mich zu und sagt, Scherer, gilt das mit den Sankt-Kosts eigentlich auch im Privatleben? Sag ich, wie meinen Sie das? Sagt sie, naja, dass man in der Beziehung drinsteckt, in der man gar nicht mehr drinstecken will, aber man hat schon so viel investiert. Sag ich, tut mir leid, kenne ich mich nicht aus, bin eher Spezialist für Neuakquise. Aber natürlich kann das so sein. Heißt andersrum, wir machen immer Dinge, die andere machen, weil sie sie machen, und deswegen machen wir sie auch.